ngeen def jamma rek naka wa keer gi ñu ci jamma asoda size bi geters good bi gets familia ganz gut meine schwester was sie war so erzieher und sollte auch noch kommen aber nicht so lang bleiben also höchstens 5 Jahre aber seitdem naja über 20 Jahre jetzt also ich habe meinen Mann hier getroffen geheiratet Kinder gekriegt und lebt seitdem in Deutschland ich komme aus Gambia und wir sind halt nicht ganz normale Friseur sondern wir arbeiten hauptsächlich mit Kunstfrisuren Haarflechten Rastersoffer und so weiter. Also eher für afroamerikanische Haare. Unsere Haare ist sehr krausig und halt wir brauchen ein Mittel, damit die Haare etwas glatter werden, damit die leicht kämmbar sind. Und dieses Spezialprodukt wird nur in so Afro-Salons gemacht. Ich komme aus Uganda. Ich möchte es ein bisschen glatt haben, weil es ist sehr schwierig, das, mit so einem Haar zu arbeiten. Und so deswegen. Es ist einfacher, wenn es ist viel mehr glatt. Sie benutzt ein Chemikalien, ich weiß nicht, wie das heißt. Und dann, ja, dann ist es so, es sieht so aus. 2 Stunden? Ja. Es kommt alle Nationalität. Amerikaner, Afrikaner, Europäer, alle. Wir sprechen Englisch, Deutsch und es gibt auch ein paar Mitarbeiter von mir, die auch so zum Beispiel Spanisch sprechen oder so Italienisch sprechen oder Französisch kann ich ein bisschen miss aus. Oder wir unterhalten uns halt mit Hand und Fuß und Bilder. Also unsere Kundschaft kommt überall. Also es ist nicht nur begrenzt von Afrohaare, sondern auch wir haben auch sozusagen ungefähr 40% auch europäische, aber die kommen hauptsächlich nur vor Haarverlängerung oder halt Rastersoffer oder halt die Cornrows. Cornrows, das sind ja so auf den Kopfhaut entlang geflochten, dass man auch viele Jugendliche und auch Frauen auch. Und das ist die letzten 2 Jahre ein sehr großer Trend für die Jungs allerdings. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch nach fast über 20 Jahren hier am Bahnhof getan, habe ich keine schlechte Erfahrung. Ich sehe halt von anderen Leuten, aber ich denke mir, diese vielleicht die Leute, die sind am falschen Zeit und am falschen Ort irgendwo sind, wo halt manche Sachen passiert sind. Aber hier auf der Münchner Straße, also ich kann mich abends auch, wenn ich halt abends arbeiten muss bis spät, habe ich keine Angst, nach Hause zu gehen. Also die Münchner Straße ist sehr toll. Also es gibt, ich sage nicht, es gibt keine Kriminalität, aber für mich selbst, ich habe damit kein Problem. Also hier am Bahnhof sehe ich das nicht so. Also ich fühle mich nicht als Farbige, wenn ich hier auf der Bahnhof herumlaufe. Also ich bin ganz locker damit. Also ich habe keine Nachteile.